So, und dann herzlich willkommen zur nächsten Aufnahmesession, unserer nächsten Folge von Skyrim. Wir müssten jetzt aktuell in Folge 170 sein eigentlich. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich mich richtig gerechnet habe, müsst ihr Folge 170 jetzt haben. Und ich denke mal, dass heute, wir werden heute versuchen, Soulstein abzuschließen. Aber wir machen das ganz organisch, wir werden die Questen, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, was noch gemacht werden muss. Das sind ungefähr 14 Questen insgesamt jetzt noch, die gemacht werden müssen. Davon ist ein oder zwei sind kaputt, da muss man mal sehen, wie wir das dann machen. Das ist zum Beispiel diese Todesmahl-Scheiße, das funktioniert alles bei mir nicht, aber das sehen wir dann, wie wir das, weiß ich auch noch nicht genau, wie wir das handhaben. Auf jeden Fall habt ihr erstmal kein Bild, warum nicht? Muss ich mal ganz kurz gucken. Bis eben ging's. Hallo Bild. Geh mal raus, tappen. Und wieder rein. Ich brauche ein Bild. Spiel, ich brauche ein Bild. Ohne Bild kann man nicht spielen. Wird nichts. Wenn ein bisschen rumlaufen muss, manchmal dauert es eine Sekunde, bis die Hook kommt. So, Elena Dunkelfeuer. Lass mal die hier oder nehmen wir die mit? Ich weiß es nicht. Ihr seht ja immer noch nichts. Muss ganz kurz mal raustappen. Spielaufnahme. Bestimmtes Fenster. Mal das hier? Ist das, nee, das ist die Konsole, ne? Dann die Konsole, oder? Ne, das ist das Spiel. Okay, das funktioniert. Sehr gut. So, hier. Jetzt glaube ich schon langsam. So, das letzte Mal habt ihr ja gesehen, was passiert ist. Wir haben den Riesen dann noch am Ende, der hat uns dann nicht, doch nicht mehr angegriffen. Dann bin ich dann nur noch hierher gerissen. Quasi ins Riesenheim. Im Riesenheim ist immer schön. Ich überlege gerade, ob ich Elena mitnehme oder ob ich die hier lasse. Ich weiß es noch nicht. Da gibt es natürlich noch einige Quests mehr zu tun. Ich kann die ja, wenn Notfall, kann ich die ja immer noch stehen lassen in Solzheim in Rabenfels. Ich habe jetzt schon Reisebäckchen rausgenommen aus meinem Täschchen. 14 Stück habe ich jetzt dabei. Das sollte eine Minute reichen oder zwei. So, da haben wir einige Quests jetzt zu tun. Wir gucken gleich mal ins Questlog. Ich würde mal ganz kurz, bei einer Quest müssen wir sogar Stufe 80 sein. Das sind wir natürlich lange noch nicht. Heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwann nochmal zurückkommen nach Solzheim. Was noch? Ich habe noch eine neue Mod drauf, Elsewire. Also wir können in die Katzenwüste reisen sozusagen. Ich muss ganz kurz mal hier was ein. Aber wir müssen uns mal gucken, da muss ich erstmal testen, ob das funktioniert mit Julia. Aktuell funktioniert es, also ich kann jetzt zumindest nicht rumlaufen ohne Abstürze. Aber ich weiß ja nicht, ob wir da hinreisen können, das weiß ich nicht. Ich habe meine Objekte müssen eigentlich aufgeräumt sein soweit. Ja, da ist alles Taco. Ich habe mir angefangen, diese Rüstung zu bauen, aber das ist offscreen habe ich das gemacht. Und zwar diese hier der elektrische Plattenrüstung, die habe ich angefangen mit zu bauen. Die möchte ich gerne haben in schwer quasi. Und da müssen wir mal sehen, da müssen halt noch einige Herzen ran geschafft werden. Ich weiß nicht, ob ich das offscreen mache oder onscreen, das weiß ich noch nicht. Gell? So, genau. Was machen wir jetzt mal? Ich kurz mal ins Quest-Log. Hier, Machtverhältnisse machen wir nachher, wenn Julia ins Bett ist um 10 ungefähr. Also in ungefähr knapp jetzt. In 3,5 Stunden, dann werden wir uns noch ein bisschen allein beschäftigen in Skyrim. Wir werden die ganzen schwarzen Bücher heute machen, die noch offen sind. Verschiedenes. Wir müssen ein paar Mal auf jeden Fall zu Neoloth. Neoloth ist einer der Hauptquestgeber da, jetzt, was uns jetzt noch fehlt. Ich habe ein bisschen mir die Quest in der Wiki angeguckt. Anders geht's leider nicht. Man kann natürlich, am liebsten hätte ich es natürlich organisch, dass das Spiel dich dahin führt. Aber bei Skyrim ist es halt manchmal sehr durcheinander. Wir reisen nochmal ganz kurz zu. Ne, pennen geht ja nicht. Wir sind jetzt gerade auf dem Server. Ich bin gerade auf dem Server gehuppt. Kurz vorm Streamstart, vor der Aufnahmesession, bin ich jetzt kurz auf dem Server gereist, dass wir schon mal online sind. Heute geht der normale Server wieder. Ich habe letztes Mal musste ich ja diesen Play Together Server benutzen, aber die sind nicht so gut. Weil die verlieren ihren Dings quasi alle. Die verlieren ihre Einstellung alle paar Minuten, alle paar Stunden, alle 10 Minuten, wenn keiner drauf ist. Leider ist. Leider ist keiner wach jetzt hier. Na gut, dann war's das. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Geld abholen. Ich habe ein bisschen Zeug verkauft und gemacht und getan. Bisschen geschmiedet. Ich bin unter 60.000. Das ist gängig, denke ich mal. Da können wir uns auf jeden Fall alles leisten, was wir uns kaufen wollen. Wenn wir uns was kaufen wollen. So, und dann würde ich sagen, reisen wir nach Solzheim. Gucken wir mal da rum.
noch einiges zu tun. Ich habe Beschwörung müsste ich auf 40 kriegen. Das funktioniert aber, das habe ich nicht geschafft. Das ist so schwierig. Ich habe angefangen und habe so immer so ein Dings gespawnt, so ein Alto nach, aber das funktioniert alles hinten vorne nicht. Redekunst ist ganz gut. Ja, zweihändig habe ich auf 66. Ich glaube, das reicht noch nicht für den nächsten Dings, ne? Der nächste ist bei 80. Noch 14 Level. Und dann können wir hier weitermachen. Erfordert 60. Tiefe Wunden. Angriff haben eine Chance. Kritische Treffer. Schädelspalter. Kriegshammer benutze ich nicht. Deswegen stecke ich jetzt keinen Skill rein. Punkt. Da auch nicht. Amputator finde ich ganz gut. Den können wir sogar machen. Angriff mit Streitäxten verursachen größeren Blumenschaden. Wir haben im Moment aber nur den Dings. Nur den das Schwert. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Mächtige Angriffe aus dem Stand verursachen 25% Zusatzschaden und können deinen Gegner enthaupten. Das klingt nach einer Sache, die ich gerne möchte. Oder warte mal, gewaltiger kritischer Angriff. Du kannst im Sprint einen zweihändigen mächtigen Angriff durchführen, doppelten Schaden verursacht. Wir nehmen den aus dem Stand. Jetzt müssten wir eigentlich noch Seelensteine kaufen. Das können wir aber auch in Dings machen. Da gibt es ja auch einen Alchemist. Der Alchemist, der in die Ecke... Okay, den Rest könnt ihr selber beenden, den Satz an sich. Benutzen wir. Die Frage ist überhaupt, wie man nach dieses L2 hinkommt. Das ist doch die Frage. Das weiß ich noch nicht. Noch nicht rausgefunden. Ob es da jetzt eine Quest dazu gibt. Oder habe ich vielleicht einen Zettel? Warte mal. Moonpath to S-Fire heißt die Mod, die ich jetzt da drauf gemacht habe. Inklusive Patch müsste soweit funktionieren. Muss man aber mal sehen. Da bin ich dann auch mal gespannt drauf. So, mal gucken, ob ich jetzt ein Buch oder was habe. Hell. Ne, alles schon gelesen. Wir könnten die scheiß Bücher mal ablegen, die doppelt sind. Oder wir müssen sie so verkaufen, die doppelt sind. Geschichten von Rabenfels. 1, 2. Wo die eigentlich nichts wiegen, ne? Es gibt welche, die was wiegen. Aber den brauche ich zum Beispiel noch Heiliger Verführer und so. Ach, wir behalten jetzt. Das sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilo. Das ist jetzt nicht. Das ist nicht so viel. Das geht, das kann ich mir mal leisten. Die Frage ist, wie wir halt da hinkommen, wenn es nach dem. Oh, warte, wir können Sven mal schnell besuchen. Noch. Was eine Kohle holen. Habe ich sonst irgendwas noch gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vermieden, mir das vorher anzugucken. Die letzten Folgen. Die allerletzte habe ich mir angeguckt. Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Schön, Sven, zu sehen. Gib mir die Plantagengewinne. Sehr gut, mein Herr. Sehr gut, danke. Einen so, ich habe nämlich herausgefunden, Plantagen funktioniert leider nicht im Together. Also das funktioniert im Together nicht. Aber wenn ich mit der ganz normal mit der Mod API starte als SE, dann geht's. Also habe ich mir ein zweites Profil angelegt und dann, wenn ich jetzt alleine irgendwie mal was grinde, dann starte ich über der SKSE und dann ja, kann ich mir die Gewinne abholen. Welle. So, und die müssen wir irgendwie dazu kriegen, dass die wir können ja mit der eigentlich mal schnell eine Quest machen, solange bis Julia da ist. Wir warten jetzt quasi noch auf Julia, die ist noch nicht ganz zu Hause, die hat, muss noch Brot holen oder sowas, ich weiß es nicht. Was die, irgend so ein Zeug muss sie da machen. So Real Life. Und mal gucken, wir aktivieren mal die Quest und zwar rufe die Formel ab. Das ist die Frage, wo die natürlich ist, diese Quest. Rufe die Formel ab, verschiedenes. Okay. Hier scheinbar nicht. Rufe die Formel ab. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall in Solzheim. Wir reisen nach Solzheim. Auf nach Solzheim. Diese Noted Sports können wir uns auch noch, da muss ich noch mal lesen, ob das jetzt neue Questen sind, die reingekommen sind, diese Noted Sports, oder ob das die einfach nur ein Hotlink zu alten Questen ist. Das weiß ich noch nicht. Das kriege ich noch raus bis zur nächsten Aufnahmesession. Das machen wir nämlich dann nächste auch noch mal. Da muss man dann so Leder holen für den und das machen für den. Oh, die kommt sogar mit nach Solzheim, das ist gut. Ich hatte Angst, weil das ja auch eine Mod, weil das eine Mod ist, dass die vielleicht nicht nach Solzheim kann. Aber es geht. Schön wäre es, wenn es nicht Nacht wäre. Und du brauchst wirklich die Elena als Tank, als Tank. Sieht aus, als hättet ihr ein Problem geerbt.
Oh. Warte mal, jetzt laut mich hier gerade der Chat voll. Du meinst Stream-Chat und Morgul. Morgul, was willst du denn? Problem, welches Problem? Boas Revi schuldet mir 1000 Septime. Was hat es mit mir zu tun, wenn der dir Geld schuldet? Getan, bis ihr ihn an diesen Telvani-Zauberer vermittelt habt. Jetzt ist er unberührbar. Ach so. So wie ich es sehe, ist es eure Schuld, dass er mir das Geld nicht geben kann. Also muss ich es mir wohl von euch holen. Begonnen, eine neue Schuld. Es tut mir leid, hier nehmt das Geld. Und wenn ich das nicht mache, oder ich könnte euch einfach auf der Stelle töten. Versucht es doch, Abschaum. Aber wenn ihr mich angreift, setzen die Wachen ein Kopfgeld auf euch aus, nicht auf mich. Das stimmt. Okay. Dem Schuldner jetzt 1000, das ist, die Quest heißt eine neue Schuld. Von der habe ich gelesen, ist eine Dings-Quest. So, jetzt muss ich mal gerade da hin los. Auf jeden Fall, hallo Dreckhund Osmar an der Stelle. Brauchst du wirklich die Elena als Tank? Fragezeichen. Du bist doch Zweihandkrieger mit Schwerpunkt auf Schwerrüstung. Nee, die ist kein Tank. Ich will die als Heiler, will ich die haben. Weil die kann dich heilen. Das können die normalen NPCs nicht. Ja, 1000 Septime ist natürlich, die können wir natürlich ganz schnell ausgeben. Aber warum? Da müssen wir auch mal sehen, ob wir da nicht irgendwie da rauskommen. Aber wir machen die Quest erst mit Julia dann, damit die das auch kriegt. Ich weiß nicht, ich wollte die gerne haben, weil die ist auch ein bisschen sarkastisch und die labert dich auch so dumm voll. Und außerdem soll die mich heilen. Das ist der Plan. Aber wir brauchen natürlich noch die ganzen Zaubertränke. Die kann... ich kann erstmal Spaß haben mit der. Aber das ist natürlich ausgekraut. Wir wollen natürlich keine sexuellen Handlungen hier zeigen im Let's Play oder auch im Stream. Das möchte ich jetzt nicht. Ich würde gerne den Trankmischbeutel sehen. So, und die hat jetzt hier verschiedene Formeln. Ja, will ich jetzt eigentlich nicht. So, ich kann noch mehr Formeln finden und eins darunter ist dann heilen. Und da kann die dich dann heilen während des Kampfes. So ist der Plan. Und da müssen wir auch noch die Formel dazu finden. Ich könnte das cheaten. Eine AI-Freundin, ja Mann. Ich finde die ganz nett. Im Skyrim, ja, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, aber ich glaube, ich werde Mjöln heiraten. Also, in-game. Wir müssen das ja bald mal durchziehen. Wir wollen heute in der Aufnahmesession, will ich unbedingt soweit Solzheim abschließen, dass wir dann in der nächsten Aufnahmesession am Mittwoch dann wirklich auch mal wieder ein bisschen in die Hauptquest gehen können. Wir haben jetzt 190 Stunden und von den 190 Stunden haben wir vielleicht 15 Stunden Hauptquest gemacht insgesamt. Das ist bald echt der Witz. Wir sind ja immer noch in Akt 1, wenn du so willst. Und wir müssen dann, drei Akte gibt's, drei Hauptakte quasi. Und ja, das müssen wir sehen. Wie wir das dann handhaben, das weiß ich noch nicht. So, ich wollte eigentlich, was wollte ich hier? Achso, ich wollte nach Tränken gucken. Irgendwo waren für die Frau Elena, waren hier irgendwo. Warum ist die so wie Nebel? Waren hier und so. Formeln, genau. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Formeln. Gute alte Rabenfels. Wir haben noch 14 Questen offen. Wir müssen zum Kolnir Hügelgrab, das weiß ich zufällig, zum Weiß irgendwas kappen. Kann ich die Ubu sagen lassen? Nee, glaube ich nicht. Lass die in Ruhe, die ist nett. Und die heilt mich vielleicht irgendwann. Ich hoffe, Wünschstein. Ja, weiß auch nicht, wo wir da jetzt hier rumrennen. Wir können das mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die ich irgendwo was verkaufen kann. Oder was. Ich kann mal. Ach so, Alchemistentante. Wir wollen mal zur Alchemistentante. Wir können noch mal kurz rumreisen nach Telmidrin. Klingt irgendwie so. Wir bist du der Alchemist? Oh nein, wir sind nicht vom gleichen Schlag. Ja, ich freue mich auch nicht. Wer ist das? Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. Ja, wie läuft es, seitdem die Mine wieder betrieben ist? Reiser war so freundlich, mir zu zeigen, wie man eine Spitzhacke führt. Sie ist ein alter Hase im Ebenerzabbau. Ich bin vielleicht noch kein Fachmann, aber es ist schön, wieder zu arbeiten und Geld in der Tasche zu haben. Okay, sehr gut. Dann wohl, Freund. Viel Spaß. Wir haben was getan quasi für das Land Solzheim. Ich werde gemobbt von meinem Chat für Elena. Sorry, wenn ich deine Freundin beleidigt habe. Spasti. Jetzt hör auf. Das ist nicht meine Freundin. Nur meine Ingame-Freundin. Ich finde die ganz cool so. Die soll mich heilen. Weiß nicht. Ist eigentlich gut.
So, ich wollte mal gucken. Alchemietante. Keine Ahnung, wie die hieß. Ich weiß, dass noch eine Quest offen ist unten bei Telm. Geht zum Morbein-Anwesen, wenn ihr Probleme mit jemandem habt. Hallo, Julia. Der zweite Ratsherr Arano wird sich darum kümmern. Okay. Arano, was willst du mit dem jetzt? Der hat ja gehustet. Ich dachte, vielleicht kann ich den Mustbaum schenken oder sowas. Aber nein, leider nicht, in der Tat. So, ich habe mal durchgezählt. Wir haben 14 Quests noch. Für Soulstime. Und eine davon werden wir nicht machen können, weil wir dazu aus Stufe 80 werden müssen. Das ist der Ebenerzkrieger. Den können wir, da muss man dann wahrscheinlich eh nochmal näher kommen. Ich habe schon eine Rüge gekriegt. Ich weiß jetzt, warum du sie haben wolltest. Hat sie gesagt, aber... Die kann uns heilen. Warum versteht das keiner? Verstehe ich nicht. Ja. Wer nur gemobbt. Zu Recht. Zu Recht. So, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Ach du, wir fangen am besten mit der Ausgrabung an, weil du jetzt Audi gekriegt hast, ne? Hast du mir geschrieben? Ja. Du hast jetzt Audi einen Zettel für die Ausgrabung. Genau. Also, machen wir das als erstes. Ehrlich gesagt. Gut. Bist du schon auf dem Server? Ich bin auf dem Server in Soulstime, ja. Kannst du eigentlich... Am besten gehst du Ost auf dem Server und kommst dann nach Soulstime. Damit er das lädt, die Zelle frisch. Das L2er-Ding habe ich installiert, aber wie kommen wir da hin, ist die Frage. Das weiß ich nicht. Das kann man. Damit habe ich mich jetzt auch noch nicht so genau befasst. Und du hast da drauf gehabt, denke ich. Das ist dieselbe Mod, denke ich. Das ist 30 Millionen Jahre her. Ja, man muss doch wissen, wie du da drauf gekommen bist. Das weiß Moonpell. Ich doch jetzt nicht mehr. Vielleicht irgendwas in der Nacht, weil Moonpells. Vielleicht musst du irgendwie irgendein Sumja trinken oder sowas. Und dann fällst du um und dann machst du das auf. Gibt's ein Passwort für den Server? Nee, null, kein Passwort. Ist ja eh geschützt, ist dadurch, dass wir das Ding keiner kennt. Wenn da. Okay, warte, da schicke ich dir eine Einladung. So. Ich hoffe, wir schaffen das heute mit abschließen. Ich will das unbedingt loswerden jetzt hier. Obwohl das Soulstime gefällt mir an sich. Also es gefällt mir die Umgebung und so. Finde ich gut mit dem. Und dass du auch was bewirken konntest hier. Das finde ich echt eine gute Sache. Ich bin in Rabenfels, wenn du das mal schnell herkommen willst. Ich will mal gucken, ob du die siehst, die Elena. Wenn nicht, stelle ich die nämlich in die Ecke hier. Bist du denn? Ach, da. Da. Hallo. Siehst du die? Steht hier vor mir. Nee. Echt nicht? Hast du die Mod installiert? Nee. Ja. Screenshot. Meine zwei Frauen. Okay, dann lass ich hier stehen. Warte hier. Sure. I'm never truly alone. The voices keep me company. Das ist das. Ich direkt neben mir. Ich sehe die nicht. Ja, krass. Der hat gerade gesagt, die ist niemals ganz allein. Die wartet hier, ist kein Problem. Weil sie ist niemals ganz allein. Die Stimmen sind immer bei ihr. Ich finde das total cool. Aber ihr kann sich ja jeder selber. Du, ach du, das war du, die noch nicht geholt hast. Warum? Bleib doch hier. Okay, ihr wollt Spaß ohne mich haben? Ja, jetzt wartet ihr hier am Marktplatz. Du musst zum, da wo wir zum allerersten Mal damals die goldene Klaue, weißt du das noch? Da musst du hin. Und da musst du rein. In das Grab. Aber machst du am besten offscreen. Also machst du am besten alleine. Ja. In das Grab mal. Weiß nicht, wie das hieß. Wo? Weiß ich nicht. Ist bei Flusslauf hier. Flusswald. Bei Flusswald. Das Hügelgrab. Ach hier. Und da, da kämpfst du dich schnell rein. Und dann gleich vorne rechts steht die drin. Und dann labert die dich voll, ob du dir helfen kannst. Und dann musst du nur in dem, durch das ganze Grab durch. Nochmal. Und da. Findest du die ersten Trankzutaten für die? Du kannst es aber auch, die hat Einstellungen. Du kannst sie anlabern und dann kannst du das einschalten, dass die, dass du das nicht machen musst, diese Questen für die. Glaube ich. Ja. Habe ich auch nicht ausprobiert. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die wirken kann. So, und wir machen jetzt, wir aktivieren jetzt die Quaste.
Ausgrabungs irgendwas. Ausgrabungsarbeiten. Suche die Ausgrabungsarbeiten des Kolbjörn-Hübelgrabs. Und dann, da will bestimmt Kohle von uns. Nehme ich an. Mehr Kohle. Auch mehr Kohle. Er wird mehr wollen, denke ich. Warum sehe ich das nicht? Ah doch, da ist es. Ja, guck mal, ich laufe, ist gleich um die Ecke, oder? Ja, komm. Ja. In Richtung. Genau. Oh. Ja, ich habe mir ein neues Schwert hier gecraftet, ne? Objekte. Mal kurz gucken. Drachenknochen, zwei Ender, genau. Sehr gut. Ich habe angefangen, mir so eine daedrische Rüstung zu bauen. Ich hoffe, du siehst die dann, wenn ich die anhab. Aber es müsste eigentlich eine normale sein, denke ich. Weiß ich nicht. Weil es ja Baupläne, die ich selber craften kann. Mhm. Die müsstest du eigentlich sehen, oder? Mhm. Denke ich. Oh. Du siehst ja meine Vulkanglasrüstung auch. Ja, das stimmt. Sehr gut. Das ist aber komplett eigenes Gebiet, dieses L2er, ne? Auch mit alles Questen rundrum mhm. und so. Ja, ja. Das ist eigentlich ist Irrsinn. Weil wir haben ja da auch nicht genug zu tun. Ja, eben. Glück. Das habe ich mir so gedacht. So eine Wüstenlandschaft ist schon mal cool, ne? Müssen wir mal ausprobieren, ob das. Wow! Ein Ork? Oh, Level 50 Ork. Da greifen wir einfach an. Ist gar kein Ork. Ihr seid ein Niemand. Ihr hättet nie herkommen sollen. Seit wann haben wir Ork? Gnade. Gnade. Der hat auch keinen Quecksilberbann. Isolierte Drachenplattenstiefel. Hm. Ich hab Platz, ich nehme den Rest mit, den du nicht willst. Mach das. Was heißt denn Ork? Die sieht gar nicht aus. Doch, das ist ein Ork. Ja, wieso? Wir sind ja Orks. Wieso? Da gibt's ja. Der Morgul ist ja auch ein Ork. Ach so, das ist der Morgul gewesen, das alte Arschloch. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Du hast du die Quest abgeschlossen, ja, hast du ja, wurde ein neuer Diener. Wir haben ja den Diener abgegeben bei unten bei Tel Mithril. Ja. Ne? Und jetzt musst du mal zu dem Ork gehen und das labert er dich an, weil der Typ, den wir da runter vermittelt haben, der schuldet dem Ork noch 1000 Septime. Da wollte er uns voll labern und deswegen hat er uns angegriffen, jetzt 100%. Was du siehst, siehst. Der Morgul, der hängt immer da rum. Okay. Das sind die mit den Vampiren mit umgedrehten Zähnen. Siehst du den jetzt, den Typen? Ja. Okay. Dann rede ich mal mit dem. Oh, ey. Ihr seid es. Ja, ich bin's. Wie geht's? Woran das hier? Ist nicht gut. Wir sind in ein großes Stück hineingekommen, als irgendetwas die Drauge aufgeweckt hat. Ach so. Bevor ich mich versah, waren die Bergleute alle tot und ich wäre der Nächste gewesen. Ich habe da eine Vermutung. Nicht, dass sonst noch wer lebend da rausgekommen ist. Das kommt davon, wenn ich bei den Arbeitskräften spare. Ja, aber bestimmt Geld. Und was nun? Tja, das war's wohl mit unserer kleinen Unternehmung, außer ihr wollt euch um die Drauger kümmern. Naja, vielleicht komm. Ist es ohnehin vorbei. Bevor es hier losging, sah es aus, als wären wir in einer Sackgasse gelandet, aber vielleicht haben wir etwas übersehen. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Abgeschlossen, besuche die Ausgrabung, befreie das Kolbjörn-Hügelgrab von Draugern, finde einen Weg tief ins Hügelgrab. Hm, das klingt irgendwie falsch. Verstehst du, wie ein Venus-Hügelgrab. Mhm. So, tschüss, wir gehen hier runter. Gelootet haben wir ja schon wahrscheinlich. Öffnen. Ich geh mal vor. Was? Hat 10 Falle widerstanden. Aber nur weil es du hast diese gekriegt, oder? Ja. Ja, deswegen hat er widerstanden, der Blödmann. Ich habe auch, glaube ich, zu wenig Wege. Ich muss mir dann noch Seelensteine kaufen. Oh, was ist das? Guck mal, der ist Kumpel. Hallo, Kumpel. Ui, 1000. Oh, hier. Bogenschütz.
Boah. Alter, das haben wir durchgeschlagen hier. Ja, Bergmann. Spricht mit Ralis, der ist draußen. Wahrscheinlich müsste nicht das erste Mal, dass wir wieder hier sind. Oh, ich wollte ja die Klamotten gar nicht ausziehen. Sorry. Ja. Den Scheiß hier mitnehmen soll, ich brauch den Kram jetzt eigentlich auch gar nicht. Ist alles nix wert hier. Mit Ruhe. Hm. Zaubertrank der Wasseratmung. Wie eklig der aussieht. Geil, ich brauch ein Screenshot. Screenshot. So. Seelenfallen intensivieren sich, ist klar. Lacht in Zauberung. Ich hab gelevelt. Zauberung. Kannst du mal staunen? Weil ich es gefunden habe. Das ist ein ekliges Menü hier. 95, mein Freund. 95. Ich hab zwei Vormittage gegrindet. Hab die Rüstung, die Dings auf 100 gebracht. Die Schmiedekunst und die Verzauberung auf 95. Und da bin ich im Moment noch hängen geblieben. Weil mir Zeug gefehlt hat, Gold und so Scheiße. Aber wo die Nacht, wo du gestern, letzte Mal Nacht, offline gegangen bist, habe ich dann gewechselt in den Singleplayer-Modus. Und da konnte ich dann auch in Ruhe abbauen, den ganzen Scheiße. Weißt du, den, die ganzen, ich bin da nochmal durch so ein paar Höhlen gerannt. Mhm. Und er hat Bier dabei und Spitzhacke. Bergarbeiterkleidung, der ist schon mal gewünscht. Bist du soweit? Wollen wir gehen? Mhm. Ja. Okay. So wie. Dann raus hier, wir müssen noch mit Kollege Ralis reden. Der hat. So, Ralis. Hattet ihr Glück? Ja, wir hatten Glück. Ich habe mich um die Trauer gekümmert und einen Ausweg aus der Sackgasse. Na, vielleicht gibt's ja doch noch Hoffnung für uns. Jetzt naja, muss ich hab's gewusst. Bergleute anwerben. Das ja, aber sonst wird nicht leicht werden, nachdem keiner ihrer Freunde von dem ersten Versuch zurückgekehrt ist. Diesmal müssen ich hab gesagt, er braucht Kohle. Etwas versüßen. Ich glaube, ich brauche, sagen wir, 2000 Septime, um Ersatz anzuheuern. Ja, okay, hier. Dieser Klang wird mir nie über. Ich ja, das glaube ich. Tage, um noch ein paar Arbeiter aufzutreiben, aber alles klar. Ruhig mal wieder. Seht euch an, wie es vorangeht. Ne, ich denke es auch, ja. Dann kriegt man den Scheiß doch heute wieder nicht fertig. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hier muss irgendwo noch ein Buch rumliegen, ne? Es gibt eine Quest. Warte, ich muss mal ganz kurz mich hier hinstellen. Ich hab mir das ein bisschen raus. Ich hab in den Questlog bei uns, habe ich die Questen markiert, die noch gemacht werden müssen. Und ich hab dahinter geschrieben, wo das zu finden ist. Was war das hier? Kolbjorn, ne? Filament und Filigran heißt die Quest. Und das ist irgendein schwarzes Buch, was hier rumliegen muss. Aber es kann sein, dass das Ost in dem Grab drin liegt. Mhm. Hast du das vielleicht da rausgezerrt eben? Nee, ne? Mhm. Okay. Nee. So, dann könnten wir eigentlich auf die Schnelle mal noch die Bücher machen. 2000, ja Mann. Immer wieder. Mit der Ausschütterkohle von uns. Wir könnten die Bücher lesen. Und zwar haben wir einmal den bleichen Regenten. Ich hab das scheiß Buch ja noch nicht. Fuck. Welches? Na, das nächste schwarze Buch. Der bleiche Regent. Aber das war deine Aufgabe. Du hast deine Aufgabe nicht erledigt. Ja, wann denn? Weiß ich doch nicht. Wo gab's denn das bleiche Regenten? Weißt du das noch? Na, ich hab den Questmarker auf dem Ben-Con-Gerike-Dingsbums. Ja, genau, dann lass da hin hochhupfen. Vielleicht haben wir Glück und finden es dort.
Oder wollen wir hinlaufen oder hinschweben? Ich bin jetzt hingereist, das ist mir zu weit. Benko Gericke. Hier. Auf jetzt. Wann ist Märchenstunde, wenn ich alle Bücher habe? Dann lese mal alle Bücher. Nein, auf keinen Fall. Müssen wir machen. Ist doch immer eine Märchenstunde hier, oder nicht? So. Es kann jetzt natürlich passieren, dass das Buch nicht da ist, wenn du dabei bist. Weil das du stimmt. Hast es ja schon. Das stimmt, ja. Alles auf einmal, ja. Danach hast du es lesen gelernt, auf jeden Fall. Bist du schon rein? Ja. Okay. So. Naja, ja, sind alle Kisten offen bei mir. Deine. Ja, bei mir auch. Ist doch. Wenn du zuerst reingehst, dann wird ja dein Zustand geladen und. Hm. Dann ist das Buch nicht da, hab ich gedacht. Ist richtig, ja. Wenn ich. Und ich kann, man kann sich das theoretisch, könntest du es dir noch schieben. Das Buch an sich. Ich hab's ja, aber ich weiß nicht, ob ich dir das geben kann. Aber dann. Achso, das haben wir probiert, das geht nicht. Na, vielleicht haben wir Glück. Wir rennen mal schnell hier durch, saut ja nicht die Wälder. Die Folge ist eh fast vorbei. Wir sind schon bei Folge 170. Ich denke mal, das werden bestimmt 400-500. Wenn es noch L2er dazu kommt. Jahre meines ja. Lebens. So, der hat nix. Wildschweinhauer, die kann er behalten. So, da können wir ein bisschen noch Zweihand leveln, das ist natürlich auch gut. Oh, silberne Halskette. Hast du Questmarker? Ja, aber hier sind so viele Wege irgendwie. Oh, shit. Viele Wege führen nach Strom. Wow. Du brauchst übrigens, wenn du deine Waffe reparieren willst, also mit dem Dings neu draufpacken willst, neuen Stein, dann brauchst du nicht an irgendeine Werkbank, das kannst du in der Tasche machen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Das habe ich ja. Schon mal mehrfach gemacht jetzt. Ich musste natürlich erst googeln, wie das geht, aber... Ja, ja. Oh, silberner Ring, das ist gut. Ich nehme alles an Silberschmuck mit, brauche ich zum Craft. Bank der kleinen Heilung. Den Scheiß will ich nicht. Die Frage, wo Julia hin ist. Scheiße. Glaub nicht. Viele Rieklinge. Ja, das stand da in irgendeinem Dings. Wenn die in der Masse kommen, sind die schwierig. Da komme ich gar nicht durch. Ach, hier geht's lang. Vater, Faruk! Faruk! Komm doch, warte! Spitz! Oh, der hat ein Bügeleisen, das habe ich, brauche ich. Wo geht's denn hier lang? Was ist ein Seelenstein? Geil. Und eine Halskette. Mensch, hier gibt's ja recht Zeug. Hab ich alles, entweder ist es respawned, das Zeug, oder wir haben nichts gelootet beim letzten Mal, das kann mir nicht vorstellen. Weißt, wir waren hier schon drinnen in der Hütte. Ich nehme mal das Leintuch. Ich habe noch die Karte unentdeckt. Echt? Das kann ja alles alleine wegen der Quest drin waren. Ja. Ein Drosselei. Geil. Geldbeutel. Knoblauch. Stiefel. Gott, wir werden hier niemals aus dem Spiel rauskommen. Aus 2025 dann, wenn wir das andere spielen können. Hab mich schon damit abgefunden. Ich bin schon ab. Und dann kommt wahrscheinlich allerdings hier. Das ist Skyrim und was da alles kommen soll angeblich. Ach, und Scheiße. Skyrim 6 soll ja kommen irgendwie. Oh, das hier geht's raus wieder bei mir.
Aber ich bin nicht. Ich bin jetzt irgendwo durch den Rhein gekommen. Rücken euch nach, wir kennen das ja, wir waren ja schon hier. Ich teleportiere mich mal hin zu Julia. Hoffentlich stürzt sie ab. Nee. Wir sind ja jetzt quasi nur zur Unterstützung. Oh, hier liegen 1 Milliarde Bücher rum, hast du gesehen? Hm, ich Argonisch, hab mir auch ein paar. Ganz unten drunter lag ein Zauberbuch Telekinese. Ja, das sehe ich auch. Die Tralle Argonische Maid Band 1. Das nehme ich mit. Habe ich schon alle Bände. Die Tralle Argonische Maid. Akt 1, Akt 4. Ich muss aus einer anderen Schriftart, ich kann die Schriftart nicht lesen, da kriege ich Plack. Ich muss mal eine andere installieren. Ich habe da schon geguckt, aber gibt es irgendwie nicht. Muss man mal gucken, wie wir das machen. Die Tralle Argonische Maid. Oh Mann. Ist er hoch oder runter? Wie, wo, ist es hoch? Runter? Alles klar, geht nur hoch. Ich bin hier vor so einer Tür und versuch's aufzuschließen. Ja, das ist dein Fachgebiet, nicht meins. Ja, deswegen ja. Der Together Mod kann man ja auch Fallout 4 zu zweit spielen, ne? Läuft genauso wie hier. Aber da soll jetzt angeblich ein Remastered rauskommen dieses Jahr. Von Fallout 4. Deswegen warte ich da jetzt ehrlich gesagt noch. Ich habe heute gelesen, dass jetzt im April oder so eine Fallout-Serie rauskommt. Ja, genau, ne? Kommt von Amazon, ne? Stimmt. Oh, Schlüssel. Stimmt gut. Es kommt Ende Quantum Leap. Ich weiß nicht, wer da draußen von euch Quantum Leap kennt noch. Also zurück in die Vergangenheit. Das war in den 90ern, 80ern. War das eine Serie? Die war mega gut. Aber so, der ist immer in so einen anderen Körper gesprungen. Der Typ. Und ja, mega gut. Und da gab es jetzt ein Remake von. Schon die zweite Staffel. Das Remake ist schon 2022. Schon 2 Jahre altes Remake. Und jetzt hat es Join geschafft, eine deutsche Übersetzung zu. Also jetzt kommt das. Die Serie endlich. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Oh. Oh, Schweinereiter. Wer kennt sie nicht? Die Schweinereiter von Benko Gericke. Das klingt also wie ein Stadtteil von Berlin, oder? Benko Gericke. Na super. Ich glaube, ich habe vergessen, mir Dings zu craften. Heilmittel. Goldener Smaragdring. Padaraka. Was ist denn? Ich möchte gern Reglinglisch lernen. Wo komme ich denn da hoch, um die abzuholen? Weiß nicht. Gehen wir hier an dem Hebel. Da hinten ist eine. Oh, da hinten. Stahlrimmvorkommen, Mine. Hm. Geil. Besen. Oh, nice. Den nehme ich mit für Julia, damit die auf die Karte fliegen kann. Der Witz wird langsam alt. Der Witz wird nie alt. Hast du was gefunden zum Rübergehen? Ich glaube auch. Da gibt es bestimmt irgendwas, einen Schalter, wo du das runterlassen kannst. Ja. Na, hier sind so Drehdinger, aber. Drehdinger? Wo bist du? Die schießen auf mich. Alter, waren wir hier noch nicht drin oder ich. Ach ja, Drehdinger, jetzt sehe ich, was du meinst. Fisch. Dings. Ja, ich höre ne Dings. Ah, guck mal, da ist ein. Weiß schon. Hoch. Nee. Wow, einfach gespawnt, Trickser. Da ist ein Drachenspruch hier. Wort. Das war. Mir hat das Wort gefehlt. Sehr gut. Das ist mal was ganz Neues. So, wie es weitergeht, dann sehen wir mal leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Sofengarde oder in Solzheim.